Ja, so meine lieben Abonnenten, heute gibt es mal wieder einen Commentary. Heute noch ein bisschen anders. Und zwar könnt ihr mir beim Autofahren zugucken. Ich muss mir heute ein bisschen rumfahren. Ich muss jetzt nochmal schnell ins Büro beim Radio. Da kommt was. Warten wir schnell. Ja, und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine Aufnahme mit dem Auto und mit GoPro. Weil ich euch auch mal beweisen wollte, nachdem ja so viele Leute nicht glauben, dass ich gut Auto fahren kann. Dass ich euch einfach mal zeige, wie ich so Auto fahre in meiner Standardstrecke, die ich so, ja, ich sag mal fünfmal in der Woche fahre. Hin und wieder auch mal siebenmal. Ja, also hier zeigt jetzt mein Ort, seht ja viele Berge und so. Ihr kennt das jetzt höchstens vielleicht mal vom Gamescom-Video, aber da ist es meistens immer so dunkel. Und ja, ich fahre jetzt nach Kirchdorf. Wollt ihr noch ein bisschen was ansprechen? Also ja, alles Mögliche, was mir halt so einfällt. Und mal schauen, wie das ankommt. Wenn das gut ankommt, mache ich das ein bisschen häufiger. Ja gut, erstes Thema, was ich ansprechen wollte. Wir haben ja die 2500 Abonnentenmarke. Jetzt klemmt mein Guck so. 2500 Abonnentenmarke haben wir geknackt. Das ist schon mal geil. Wie geht's denn weiter mit meinem Kanal? Das ist ja eine große Frage für euch alle. Natürlich mal so, wie es jetzt läuft, läuft's gut. So werde ich es auch weitermachen. Heißt weiterhin so eine Mischung aus ja, Simulatoren und Action-Shooter. Shooter möchte ich ein bisschen wieder größer schreiben. Ich habe in letzter Zeit wieder angefangen, Battlefield 4 zu zocken. Es liegt einerseits an der Internetverbindung, andererseits haben sie einen Patch mal wieder rausgebracht und der Patch ist richtig gut. Muss ich sagen, finde ich geil. Der Patch, ich weiß nicht warum, aber auf einmal läuft das Spiel bei mir wieder. Läuft sogar richtig gut. Ich habe Spaß dran, das ist das Wichtigste. Ich habe auch wieder ein Spielgefühl, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Darum spiele ich jetzt wieder Battlefield 4 und das nicht so wenig. Heißt, da werden jetzt auch bald wieder Videos kommen. Ja, generell zum Thema EA, das wurde mir jetzt auch schon vorgeworfen, finde ich sehr lustig. Da wurde mir nicht vorgeworfen, ich sei doch von EA gekauft. Weil ich bekomme doch so viele Spiele von denen und fast jedes Spiel, was rauskommt irgendwie. Ich bekomme ja alles mögliche Zeug, bin eingeladen bei denen auf der Gamescom und dann gebe ich nur gute Wertungen her. Generell ist es halt einfach so, dass ich nicht von allen Leuten Spiele bekomme. Also ich kriege halt einfach von EA zurzeit das meiste. Muss man einfach sagen. Ist einfach so, weil sie ziemlich nett sind, vor allem hier in Österreich, und das sehr schnell was hergeben. Ich kriege aber auch inzwischen von Activision und Ubisoft was, nur da ist in der Zeit nichts rausgekommen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wichtig. Destiny habe ich generell gesagt, nein, mache ich nicht mit bei diesem Hype, weil ich auch sagen muss, dass ich den Destiny-Hype absolut übertrieben finde und muss auch sagen, mir gefällt das Spiel nicht. Ich finde, das ist wieder so ein Standard-MMOGA oder MMO, wo sagt man ja, aber MMOGA ist ja die Seite. Wo ich halt auch sagen muss, ja, es ist mal wieder was Neues, ist das Ganze als Shooter, so ähnlich wie Borderlands, und das war es dann irgendwie auch schon. Aber was jetzt daran so Hype sein soll, keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Darum habe ich gesagt, nein, das warte ich jetzt mal ein bisschen ab, aber und es war ja eine gute Entscheidung. Das Spiel wird ja in allen Presseleuten niedergemacht, es wird von den Spielern niedergemacht, also das ist ein ziemlicher, ja, ich sag jetzt einfach nichts weiter. Also es ist nicht meins, sagen wir es mal so. Gut, ja, deshalb Destiny habe ich jetzt nicht bekommen, ich könnte aber alles mögliche andere von Activision und Ubisoft bekommen. Heißt, warum ich jetzt nur EA-Spiele zeige, ist einfach daher, weil ich nur EA-Spiele kriege. Wenn inzwischen kriege ich auch von Astragon was, inzwischen kriege ich auch von anderen Publishern was, das wird sich ändern. Jetzt zu meinem Wertungssystem. Ich finde halt mein Wertungssystem ja sehr persönlich. Das sage ich auch immer dazu, das ist meine persönliche Wertung. Es kann auch mal ein Spiel Grafik 5 von 5 bekommen, obwohl es ausschaut wie ein Zeichentrickfilm. Aber wenn es im Fall von South Park zum Beispiel ausschaut wie die Serie, dann finde ich das absolut in Ordnung, weil dieser Stil eingefangen wird. Heißt dann, ich bewerte das jetzt nicht die Grafikqualität, sondern den Grafikstil, die, was steht dahinter, passt es dazu, passt es zum Thema. Darum gibt es bei mir zum Beispiel eine Grafikwertung und beim Spaß, da betone ich halt ich Spaß beim Spielen und im Fall von Sims 4 haben viele gesagt, hey, das macht doch gar keinen Spaß. Ja, mir hat Spaß gemacht, ich habe das 4-5 Stunden getestet, oder 6 Stunden sogar getestet am Stück und ich hatte extrem viel Spaß, es war extrem lustig und mir hat es gefallen, also warum sollte ich da jetzt keine 4 von 5 Punkte hergeben? Und so steht halt meine Wertung, natürlich meine Wertungen sind immer sehr hoch, aber halt einfach auch, weil ich teilweise nur die Spiele teste, die mir inzwischen gefallen. Ich kriege nicht so viel, ich kann es mir teilweise aussuchen, was ich bekomme. Und natürlich nehme ich dann nur Spiele, die mir gefallen. Dementsprechend werden dann auch die Wertungen ausfallen. Würde man mir jetzt oder würde ich da zugeschickt bekommen und müsste dann bewerten eine Hello Kittys Abenteuerinsel oder so, wahrscheinlich würde es bei mir auch nicht so gut abschneiden. Oder ein Mülltonnen-Simulator oder was weiß ich was.
würde bei mir auch nicht gut abschneiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich krieg halt nicht so viel. Ich krieg halt teilweise auch eine Beschränkung, wie viel ich im Jahr bekomme. Und ganz ehrlich, dann suche ich mir die Titel aus, die mich interessieren. Und ich finde auch negative Sachen. Also ich, welches Spiel war denn das, was so schlecht abgeschnitten hat? Muss ich überlegen, welche schon. Ich hatte schon so viele Spiele jetzt im Test drin. Welches war das denn? Ja, Plants vs. Zombie, da habe ich zum Beispiel bemeckert, dass der Singleplayer und der Multiplayer so komisch waren. Der Multiplayer war auf Call of Duty und der Singleplayer war eigentlich nur ein Abklatsch vom ersten Teil nur in 3D und das nicht mehr gut. Also ich mache das halt einfach so, wie ich das Gefühl habe. Und ich bin halt da auch ziemlich sachlich und nicht voreingenommen und tue halt wirklich das so bewerten, wie ich finde, dass es bewertet gehört, von meiner Sicht aus. Sage ich jedes Mal dazu, ich gebe da keine Kaufempfehlung, ich mache das von meiner Sicht, wie mir das Spiel gefallen hat. Natürlich kann ich da nicht jedem gefallen, das ist durchaus möglich, dass das irgendwem nicht passt, wie ich das so tue. Das tut mir natürlich dann leid, aber das ist halt einfach so, da kann ich dagegen nichts machen. Aber ich bin nicht von EA gekauft oder irgendwen. Ich sag, ich krieg sehr viel von EA, ich mache sehr viel mit EA zusammen, weil sie einfach sehr freundlich sind, weil sie mir das anbieten. Und würde mir ein Activision so eine Kooperation anbieten oder ein Ubisoft oder von mir aus auch ein Rondo Media oder irgendwer anderer, hätte ich kein Problem damit, das bei denen auch zu machen. Aber wie gesagt, es ist im Moment nur EA da. Zu EA habe ich den besten Draht, bei EA kenne ich die Leute. Also ist halt so. Aber wie gesagt, gekauft bin ich auf jeden Fall nicht, das kann ja klar sein. Ja, zu den Testvideos, das hat euch ja sehr viel gefallen, das werde ich in Zukunft auch öfters machen. Jetzt kommt nochmal so eine Kackbaustelle, wir haben Baustellen überall zur Zeit, das ist richtig schlimm. Nervt mich unwahrscheinlich, dass man das gleichzeitig machen muss, so zwei Brückenbaustellen, aber ist halt so. Ich würde immer sagen, die ist schon seit Ewigkeiten da. Die war sogar schon da, als wir zur Gamescom gefahren sind, da war sie auch schon Ewigkeiten da. Aber ist halt leider so. Das ist grün, gehen wir gleich rüber, sind wir durch. Wenigstens haben wir heute grüne Welle, das ist schön. Ich habe nicht keinen Bock, hier irgendwie doof rumzuwarten. Das ist nicht das, wo ich gar nicht Bock drauf habe. Ach, was bremst du denn? So. So, das Rückblicke rüber. Ja, muss auch sagen, ich habe ein Auto, das jetzt ein bisschen höher ist, weil ich fahre viel auch im Bergen oder im Nationalpark hinten rum. Wir haben ja Kiesstraßen, also mir machen jetzt so Hubbel oder irgendwas nichts aus. Und fahre halt ein bisschen schneller drüber. So, jetzt bremst er nochmal. Und der halt mit seinem BMW da, der ist ein bisschen tief, nicht, dass der hängen bleibt. Darauf hat er natürlich danach keinen Bock. Das ist mir aber relativ egal, weil ich kann nicht hängen bleiben. Ui! So, ja, zu den Spieletests. Das wird, wie gesagt, vermehrt auftauchen. Auch solche Previews, wie ich es jetzt mit IL2 gemacht habe. Das habe ich ja auch bekommen. Muss ich sagen, finde ich auch richtig geil. Werde ich auch Let's Play machen. Generell habe ich mir überlegt, das gehört jetzt wieder in die Schiene rein. Wie geht es mit meinem Kanal weiter? Da habe ich es mir überlegt, da werde ich es einfach so machen, dass ich in Zukunft, ja, die Flugsimulatoren alle in eine Sparte stecke, heißt Rising Flight und IL2 Sturmbewegung laufen ab sofort dann gemeinsam in einem Let's Play. Und das nenne ich einfach Flugsimulator, da wird es dann wahrscheinlich auch mal ein Intro geben, da wird gerade was gebastelt und ja, so schaut das aus. Und ich kann jetzt hier nicht immer schnell fahren, weil der LKW da vorne ist. Das nervt immer dieser LKW. Sagen meistens, die Strecke ist sehr schön zum Fahren, hier kann man auch richtig schnell fahren, aber mit der Baustelle, da staucht es dann immer so rein, weil man immer so einen blöden LKW vor sich hat. Vielleicht nehmen wir der Rückfahrt auch noch ein bisschen auf, kommt auch an, wie lange der Akku von der GoPro hält. Dann würde ich euch auch mal eine Parallelstrecke zeigen. Die müsste jetzt eigentlich ziemlich frei sein, das sind auch keine Baustellen, das ist ziemlich lustig. Oder ich zeige es euch mal wann anders mal, aber das ist so, das zeigt so, wie eigentlich die Straßen hier sind. Ich muss sagen, ich war hier auf der best ausgebautesten Straße, die wir hier in der Gegend haben. Ich weiß, ich schweife gerade wieder voll ab vom irgendwas auf irgendwas. Da ist eine Baustelle schon wieder. Noch eine Baustelle. Ey, was ist denn heute los? Heute sind die Baustellen überall, ey. Wir machen Vermessungen oder so. Ach, komm. Ja, so ist es halt. Schöne Berge sieht man. Es ist endlich wieder schön. Wir haben jetzt irgendwie gefühlte 2 Monate nur Regen gehabt. Jetzt haben wir endlich mal wieder Sonnenschein. Müssen wir die Lüftung hochdrehen. So. Sind so warm hier im Autofahren. War ich gar nicht, wenn es warm ist beim Autofahren. Ich hoffe, das hört man danach nicht so stark auf der GoPro. Ich habe nicht keine Ahnung, wie die Soundqualität ist, wie ich Pech habe. Da wir sowieso alles wieder neu machen. Aber ja. So ist das halt leider. Ist ja lustig, ich sehe jetzt auch ganz genau, wo ich hingucke.
auch mal vielleicht sehr lustig. So. Wie man so fährt. Ja, der LKW fährt nach links. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So. Komm, fahr. Fährst du, Junge? Da kommt was. Muss ich stehen bleiben. Der biegt ab. Gut. Perfekto. Ein bisschen Gas geben jetzt endlich. So. Und jetzt kann man schon wieder bremsen, weil da ist wieder ein neuer LKW. Ach, wie schön, dass es überall LKWs gibt. Euer Truck Simulator ist ja wurscht, aber als Autofahrer muss man echt sagen, dass die immer wieder ein bisschen nerven. Vor allem, wenn da oben die Autobahn durchgeht. Ja, jetzt haben wir hier ein Problem, weil die Autobahn läuft hier parallel zur Straße. Haben wir hier ein bisschen Problem mit Mautprellern. Kontrolliert zwar die Polizei, aber halt alle erwischt man nicht. Und das ist halt dann schon hin und wieder ein bisschen nervig. Ja gut, was wollte ich noch reden? Wir hatten Battlefield, wir hatten das mit EA, wir hatten das mit den Tests, genau. Zukunft Let's Plays, weil ich die ganze Zeit gefragt werde, LS15, ja, nein, wird es wahrscheinlich geben, ziemlich sicher. Ob es irgendein Projekt gibt, weiß ich noch nicht. Ich bin da gerade noch in Verhandlungen mit verschiedensten Leuten. Und ja, deshalb im Moment noch keine Entscheidung, wie es da weitergeht, ob es LS15 gibt oder nicht. Weiteres Bausimulator mal schauen, muss ich mir angucken. Call of Duty wird es geben, es wird ein Ding geben, ein Assassin's Creed. Ach, wisst ihr was, ich beende jetzt hier mal die Aufnahme, weil es ist jetzt langweilig hier. Ich nehme dann bei der Rückfahrt wieder auf. Bis später.